So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem nagelneuen Pokémon Let's Play, heute mal mit Facecam, weil ich mir dachte, warum nicht, ich hab da mal Bock drauf, tatsächlich, und, der liebe Dreilogi hat uns in Lavandia ausgesetzt. Ich hasse diese Stadt, ich weiß nicht, wie mein Team gerade aussieht, aber Fakt ist, ich hasse diese Stadt. Ich finde die so schlimm, das geht absolut gar nicht. Ich finde die so schlimm, aber ich bin gespannt, aufgrund der Lavandia-Musik. Aber wir müssen in den Tower rein, da hilft nichts. Und deswegen würde ich sagen, haben wir Schutz dabei? Und nochmal eben ganz kurz schauen. Wir haben nur noch 3 Schutz. Das heißt, jo, dann gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen Schutz shoppen können. Damit wir müssen ja nicht unbedingt jedem Geister-Pokémon über den Weg laufen. Ist zumindest meine Meinung. So. Genau, wir kriegen ja jetzt schon super Schutz. Wir können es theoretisch was kaufen, also ich würde sagen, so 15 Stück reichen ja erstmal. Und ja, wir haben ein bisschen was geshoppt. And now this you can go shopping. Gary! Günther ist er ja. Stimmt, Günther ist er ja. Der Günther, der gute alte Günther. Der Günther. Wer kennt's aus SpongeBob? Sehr, sehr geile Folge. Er hat natürlich auch ein Turbo. Ah ne, er hat auch ein Turboga. What's the surprise? Aber unser Tauboga kann Eros. Kann das auch? Hä? Kann das auch? Bam! Wir haben Damage gemacht. Wir haben Damage gemacht. Wir setzen Windschuss ein. Ah, er setzt Windschuss ein. Wir setzen auch Windschuss ein. Wir sind kreativer als du. Ja. Totok. I need you. I need you. Yes, I need you. Totok! Gib ihm! Ein Volltreffer. Totok, ich würde sagen, beiß da mal ordentlich rein. Und jetzt ist er down. Down, Junge. Down. Pokémon, finde ich, ist ein so geiles Let's Play. Es macht mir richtig, richtig Spaß. Ich habe da richtig Bock drauf. Bisaknosp, ich würde sagen, wir machen Starter gegen Starter. Das ist so das Feeling, was man eigentlich bei Pokémon immer haben sollte. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir mal diesen Turbodreher reinhauen. Aber ordentliche Kanüle aus die Knospe. Die Attacke wurde abgewehrt. Was wollt ihr mehr? So, wir setzen Biss ein. Beiß mal ordentlich. Down. Down, down, down. Down. Es war eigentlich too easy, ne? Es war schon too easy. Ein Jo. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Kampf der Giganten. Ja, Kampf der Giganten, meine Damen und Herren. Kampf der Giganten, definitiv. Ja. Also, ich finde, mein Carpador ist auch bedrohlich dir gegenüber, oder? Kann man mal machen. Ne, wir wechseln natürlich wieder. Ganz einfach. Aber so, dass das Carpador ein paar Punkte kriegt, das wäre es natürlich optimal. Jetzt wäre unser Carpador spätestens down gewesen. Wir hauen nochmal einen Turbodreher rein. Zack. So, bei normalen Attacken müssen wir gucken. Fuchter ist so eine scheiße starke Attacke. Zumindest gegen ein Feuer-Pokémon. Ich habe damals ganz viel Feuer-Pokémon gezockt. Ich kenne, ich weiß nicht, ob ihr, das war, kennt ihr ja. Habe ich ja auch schon mal auf dem Kanal gebracht. Nee, aber ich habe da damals Flamly gezockt. Habe ich ja damals auch. Habe ich auch. Auf jeden Fall bin ich so ein Feuertyp. Ich finde Feuer. Finde ich geil. Und, ich bin der Meinung, dass das gegen Feuertypen relativ effektiv ist. Ich weiß aber gerade nicht, was für ein Typ der die Attacke hat. Das ist der Kasus Knaxus. Einer ganzen Sache. So, Knuffenser. Kannst du mal gegen Fukano kämpfen. Fukano ist an sich aber auch ein richtig geiles Pokémon. Also der Akani da, Akani ist er, ja. Letztendlich, der ist sowas von awesome. Heidewitzka finde ich den geil. Ja gut, ich würde sagen, Tauboga brennt. It's burning all the time. I don't know, we switch on Totok. Totok! Eigentlich switchen wir nur diese Runde. Kann man mal machen. So, Aquaknarre. Zack, get down. Down, 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 down. So.
Knuffelsen, hast kein Level aufgeschrieben. Was? Was? Knuffenser ist kein Level aufgestiegen, Leute. Was? Nee. Finde ich kaum ein Assi. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt aber schon, Schutz einsetzen. Vorsicht halber. Man weiß ja nie. Ah. Stimmt, hier sind ja auch ganz viele Bosse. Ich möchte aber nicht kämpfen. So, eigentlich mal angedacht. Kann man von der anderen Seite? Ja, von der anderen Seite kann man ran. Dann müssen wir mal eben schauen. Von hier kann man auch ran. Ich möchte den Wegen jetzt eigentlich aus dem Weg gehen, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Denn ich finde, das sind die einzigen Kämpfe, die ich so nervig finde, weil es einfach die Häufigkeit ist, wisst ihr? Aber den müssen wir machen, oder? Nee, können wir nicht. Wir waren gerade so aus der Reichweite. Gut. Aber ich finde die so nervig, muss ich jetzt wirklich... Sorry. So, und Schutz wirkt nicht mehr, jetzt kommt Nebulak. Nee! Oh! Oh! Ein Tragosso! Auch wenn es weiblich ist, ich finde, Tragosso finde ich ein so geiles Pokémon. Was heißt auch, wenn es weiblich ist? Weibliche Pokémon sind auch nice. Macht ja keinen Unterschied. Dawn. Warte mal, haben wir noch irgendwie was gegen Verbrennung? Gegengift, Sternstaub, Supertrank, für Leber. Da, Feuerheiler. Ja, aber du bist jetzt zwar vom Level her nicht, aber... Die Knochenkeule hat sowieso keine Wirkung auf uns. Also von daher werden wir das hier easy überleben. So. Hauen wir mal einen Windstoß rein. Ja. Nein! Da kommt die Kopfnuss. Ah. Oh, das war gerade mein Arm. Ah. Aber egal. Ja, komm. Passt. Ich glaube, die andere hatte einfach keinen Bock auf uns. Deswegen hat sie uns eben nicht drangenommen. Aber die war doch eigentlich auch außer Reich. Na gut. Dead Augen. Die Augen, Leute. Guckt euch die Augen an. What the fuck? Exorcistin? What the fuck? Was gibt's denn bei Pokémon alles? Wir spielen hier Pokémon. Wir spielen fucking Pokémon. Und da gibt's Exorzisten. Für die Leute, die das nicht wissen, das sind Menschen, die vom Teufel besessen sind. Oder die an den Teufel glauben. Wisst ihr, what the fuck? Also dann kein Wunder, dass es diesen Selbstmord-Mythos gibt von Pokémon. Wer den nicht kennt, kann er einfach mal googeln. Kann einfach mal Creepypasta Pokémon-Turm, oder nee, Lavandia heißt ja. Creepypasta Lavandia kann er mal eingeben. Wer das nicht kennt. Oder ich hab's auch eventuell schon eingeblendet, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich es nicht gemacht habe, dann googelt's einfach bitte. Dann googelt's bitte. The fuck. Exorzisten? In Pokémon? Wo kommen wir denn da hin? Du hast den geschützten Bereich betreten. Das Pokémon von WoW. Was? Meine Pokémon wurden geheilt? Ist ja geil. Achso, inzwischen... Ist so ein Zwischencheckpoint. Das ist nice. Das wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Das ist, nice, geil. Finde ich ja echt cool. Ja, gut, wir sind Hypnose ausgewichen. Jetzt setz mal deinen Flug da ein. Zack. So, down. Jetzt müssen wir hier aber nochmal. Ja. War klar. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Mir deine Seele. Leute, wo sind wir? Ich raff es nicht. Wir spielen Pokémon. Pokémon. Und dann sowas. Alter. Also, ne, muss ich jetzt nicht verstehen, aber wir spielen fucking Pokémon.
Und da sind wir von Exorzisten umgeben. The fuck? Also nicht, dass es mich nicht stört. Es ist ja auch mal ganz cool. Aber Pokémon ist ein... Das spielt man mit... Na gut, okay, ich spiel's auch. Nein, aber was ist das? Es ist ein Spiel für Jüngere, auch für jüngere Menschen. Und gut, die wissen dann wahrscheinlich noch nicht, was der Exorzist ist. Nintendo habt ihr gut gemacht. Auch beim Rework habt ihr wieder Exorzisten reingebracht. Wow. Es ist ja letztendlich ein Rework von Pokémon Rot. Wenn man das... Doch, das kann man so sagen. Nur in Farbe. Und besserer Grafik. Und erkennen definierbaren Pokémons. Aber gut. Lassen wir das. Das ist echt kritisch manchmal, ne? Muss ich jetzt erstmal so offen und ehrlich sagen. So, down, das soll es gewesen sein. Also, ich komme darauf gerade nicht klar. So, Junge. Ich komme darauf nicht klar. So, wir hauen uns jetzt mal einen Schutz rein. Achso, er hat Superschutz gekauft, das wusste ich nicht. Ach, das wusste ich nicht, es tut mir leid. Trilogie, das wusste ich nicht, es tut mir leid. Egal, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir en masse. Und diese, ich finde diese Trainer, die Trainer, ich finde die Kämpfe so lästig. So, down. Ich spüre mal ein bisschen vor, sorry, dass ich das jetzt so mache. Aber es nervt mich einfach, dass wir so Kämpfe machen. So viele vor allem. So, sprechen wir an. Quassel, 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 Quassel. Ja, Tauboga los. Tauboga setzt Windstoß ein. Buchstaber, verwirrt, verwirrt. So, zack, 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 so. Down. Okay, Tauboga Level 24. Aber es erlernt keine neue Attacke, ne? Schade. Trilogy trainiert Turtok, ich trainiere Tauboga. So kann man es auch machen, ne? Wir brauchen ja mindestens, zwei Pokémon, die stark sind, ja? Sonst kommen wir die Top 4 nicht durch. Sonst kommen wir die nicht durch. Ganz einfach. So, nochmal. Level 26 erreicht. So. Damit es auch ein bisschen mithalten kann. Also es ist ja wieder diese ganze Aktion. Jo. Verschwindet. Eindringle! What the fuck? Ein Knocker! Ein Knogger. Knogger ist ja mal so ein geiles Pokémon. What the fuck? Also, das möchte ich auf jeden Fall fangen. Ein Knogger. Vor allem Level 30. Dann hätten wir ein starkes Pokémon. Weil Tauboga ist 26. Und das ist genau angemessen, sich dieses Knogger zu nehmen. Für dich jetzt einfach. Meiner Meinung. Haben wir denn zufällig irgendwelche Bälle? Gute Bälle? Ah, Superball. Okay, komm, Superball. Los. Nein, es weicht aus. Was? Ja, dann müssen wir drauf. Ich wollte aber dieses Knogger haben. Oh, Mann, oh. Geil. Tauboga ist down. Komm, Turtok, jetzt. Aber... Ordentlich rin hier. Mann, gib ihm. So, zack. Was ist down? Der Geist war die Seele einer, eine rastlose Seele der Mutter eines Trakossus. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits gekehrt. What the fuck? Team Rocket. Wer auch sonst? Team Rocket. Wen sollte ich hier auch sonst vorfinden? So, ich schwimme ein bisschen vor, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Nein. So. Zack.
So. Zack. So, zack. Down. Nein, noch nicht. Zack! Oh, Spam! So. Aber es ist einer von vielen. Ich muss mal eben. Es tut mir leid, dass ich jetzt. Warum entschuldige ich mich eigentlich? Ich spiele jetzt gerade ein bisschen vor und fertig. So. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit mit. Damit wir auch was im Let's Play schaffen. Gut, wir haben zwar jetzt eigentlich haben wir schon viel geschafft, ne? So den Turm und so alles. Ah, die Attacke ist blockiert. Okay, Knallhoff down. Okay, das war der letzte Rüpel. Wir sind jetzt Level 50 mit Totak. Ui! Du wirst niemanden retten. Ich soll den Typen da wahrscheinlich retten. 4 Pokémon. Okay. So, nein, wir möchten nicht wechseln. Wieso haben die eigentlich alle Zubats? Wahrscheinlich, weil Zubats wie Strand am Meer, Strand am Meer, genau. Sand am Meer gibt. Und, ich weiß nicht, können wir verstehen. Vertikal, ui, das sieht man jetzt auch nochmal nicht häufig. Muss ich jetzt mal sagen, ja. Hatten die nicht normalerweise alles Vulkanus oder so? Naja. Du wirst niemand. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Dr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank. Ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um mir die Seele von Tragossa Mutter zu befriedigen. Beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir im Pokémon-Clubhaus dieses Turmes. Oh, da ist die Musik schon wieder. Ich habe eine Pokéflöte erhalten. Wow. Und dafür sind wir jetzt in diesen Turm gegangen. Es hat mich jetzt echt aus den Socken gehauen. Wow. Das hat mich jetzt echt aus den Socken gehauen. Halleluja. Also nicht, dass wir jetzt da dieses Let's Play gemacht haben, sondern... what the fuck? Wir sind in den Tower gegangen, um den Typen zu retten. Der uns eigentlich... Oh Gott. Der uns eigentlich keine Relevanz gezeigt hat. What the fuck? Ein Goldini. Ein fucking Goldini. Das ist... Ich mag dieses Pokémon einfach nicht. Quapsle finde ich schon wieder cool. Aber Goldini finde ich so scheiße. Weil, was ist das denn für ein Move? Es kommt auf die, allein in der Serie, kommt es auf das Spielfeld. Goldini, Goldini. Was ist das für ein Move? Da finde ich Goldking prachtvieh, ne? Aber so ein Goldini ist doch echt, what the fuck, das ist genauso wie ein Carbador. Kann in die Tonne hauen. Nur die Weiterentwicklungen sind cool. Ganz einfach. Mann. Gibt es eigentlich auch so einen Schutz gegen Trainer? Weißt du, wenn man den Schutz dann gegen Trainer einsetzt? Wäre doch cool. Meiner Meinung nach. Tentara finde ich auch schon wieder cool. Aber wieso sind eigentlich immer nur die Weiterentwicklung von Pokémon cool? Ja, wir wissen, dass du dich selbst zerstörst. Ja, 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 danke. Down. So. Gold. Alter! Vor allem, welches Pokémon braucht die Attacke Nassmacher? Ich meine, gut, es sind versteckt Wasserattacken. Aber es bringt dir eigentlich nie wirklich was. Aber es hat ein kleines Stümmelchörnchen da und eine Hornattacke. Meinst du, ich kann da, weil ich ein Horn habe, auch eine Hornattacke einsetzen? Also, das hat ja recht wenig Effekt. Okay, lass mal das. Ich habe richtig Hunger, merke ich gerade. Ich habe echt voll Hunger gerade. What the fuck? Ich habe echt Hunger gerade. Ich würde ganz gerne mal einen Trank einsetzen für mein Totok. Geschweige denn, ein Beleber mit 14 Stück. Ja, da können wir doch noch mal unser Tabora ein bisschen aufpeppen. So, jetzt setzen wir noch einen Supertrank ein. So. So, zack, passt. Level 27! Holla, die Waldfee. Aeroas! 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 Spam hat Aeroas. Wir haben gewonnen. Ich wollte mal sagen, wir haben gewonnen.
Ich fühle mich auch gerade wie ein Wiesel auf Ecstasy, muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. Guck weg! Guck weg, ich will nicht mit dir kämpfen. Danke. Oh, das war Timing. Schutz wirkt. Ja gut, der Schutz wirkt scheinbar auch nicht. Jetzt können wir einen Relaxo fangen, oder nicht? Deswegen waren wir da drin. Das war die Flöte. Ein Relaxo fangen. Wir fangen einen Relaxo. Level 30 und weiblich. Wir fangen einen Relaxo. Level 30 und weiblich. Hau mal Aeroas rein. Erholung. Ah. Aber gut. Soll es sich erholen? In der Ruhe liegt die Kraft. Das wissen wir ja alle. Hat es nicht auch Überreste? What the fuck, das ist voll die Kombi. Da hauen wir aber Windstoß rein. Ah, ja. Hat echt die Effekteffizienz, ich sag's euch. Nein, es setzt schon wieder Erholung ein. Das ist der Kampf. Ey, ohne Witz, Leute, das ist gerade ein bisschen Brainfuck für mich. Jetzt aber. Kommt, meine Damen und Herren, drückt mir die Hände. Drückt mir die Daumen. Wenn euch diese Folge bis jetzt gefallen hat, unbedingt den Daumen nach oben schmeißen. Unbedingt. Wir haben noch 9 Superbälle. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Alter. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Komm jetzt aber. Oh, es gibt es nicht. Kannst ja gerne noch... Ey, ohne Witz. Ich mach jetzt einfach gar nichts mehr. Ich mach einfach nur... Das gibt es doch nicht. Was ist das denn hier? Ich habe gar nichts gedrückt eben, wirklich. Ich schwöre, ich habe gar nichts gedrückt. Ich war eben gar nicht da. Oh Mann. 1, 2, 3. Nein. Aber wir sind schon... Nein, jetzt kommt diese Erholung, ne? Jetzt kommt diese Erholung. Verdammt. Mann. Ja. Ja, es tut mir leid, lieber 3-Logi, aber es führt zu nichts. Es führt hier zu nichts, ich kann hier nicht weitermachen. Ich komme gegen dieses Pokémon einfach nicht an. Es tut mir leid, ich komme dagegen einfach echt nicht an. Ja, ich habe... Gut, wir haben eine Angel bekommen. Ich komme aber da echt nicht gegen an. Also, ich möchte jetzt auch nicht unsere ganzen Bälle verschwenden und... Oh, schade, ich hätte es relativ gerne gehabt. Vielleicht treffen wir nochmal drauf. Das wäre natürlich super. So, der geht jetzt gleich zurück. Ja, ist perfekt. Der bringt uns nichts. Er sieht aus wie Luigi. Ja, genau jetzt. Okay, wir sind jetzt schon bei knapp 30 Minuten. Und, es hat mich jetzt echt geärgert. Es hat mich echt richtig geärgert. Okay, das sind geschenkte EP, ja, das Carpador. Zack. 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 Das hat mich jetzt echt geärgert. Verdammter Mist. Dass das so ärgerlich ist, hätte ich nicht gedacht. Ah, runter. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Okay, müssen wir gucken, wo wir jetzt sind. Vogel-Pokémon, okay. Ein Taubsi! Nein, Wirbelwind. War ich jetzt gerade überfordert mit. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So, fliegt empor. Zack, zack, zack. Geht down. Oh, das ist Taubsi. Ja, ich möchte gerne auf meinen Turtok wechseln. Ich möchte diese... Mann! So, Biss. Hau rein. Biss. Ja! Turtok ist wieder wach. Turtok ist wieder on stage. Ein Habitak. Ein Habitak. So, down. Ich will nicht wechseln. Zack, 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 zack. Und ein Ibitak, Ibitak! Oh, ist das anstrengend. Puh.
Aber gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, bevor wir dieses Let's Play weiter in die Länge ziehen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Ich habe wirklich gerade richtig viel Spaß an dieser Folge gehabt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge kommt bei 3 Logi nächste Woche. Viel Spaß. Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüss, Leute.